Willkommen zu WWE 2K18 auf der Nintendo Switch. Money in the Bank ist Geschichte. Wir haben einen neuen Mr. N Money in the Bank und zwar Bam Bam Bigelow. Und jetzt ist wieder Zeit für unsere Hauptshow WWE Live und es beginnt mit Eddie Guerrero gegen Ric Flair. Eddie gewinnt, wie so häufig. Und jetzt die Fun Erics gegen The Bushwhackers. Die Fun Erics gewinnen. Und jetzt eine Promo. Kurt Angle will irgendjemand zur Rede stellen. Ich vermute mal JBL, weil die beiden haben seit dem Ende von Money in the Bank eine Fehde miteinander. Genau. Aber JBL hat diese Promo gewonnen. Aber auch ziemlich knapp, wie man sieht. Und jetzt kämpfen wir heute gegen Rick Rude in einem Rivalitätsmatch. Ich wusste bis gerade gar nicht, dass ich eine Rivalität mit Rick Rude habe. Vielleicht bedeutet das aber auch, dass Big Show eingreifen wird. Das werden wir jetzt herausfinden, weil wir haben ja mit Big Show eine Fehde. Und ich habe vorhin mal geguckt unter Rivalitäten. Und zwar zu Anfang vor 4 Wochen, wo wir mit Big Show eine Fehde hatten, oder wo die begann, die Fehde, war die Stärke der Fehde, ich glaube, mittelmäßig. Und jetzt ist sie dunkelrot und steht drunter sehr stark. Also die letzten 4 Wochen hat sich da ein regelrechter Hass zwischen unserem Walker und dem Big Show entwickelt. Ich muss auch dazu sagen, dass wir seit 4 Wochen gegen Big Show oder seit mehreren Wochen gegen Big Show kämpfen und wir bisher jeden Kampf gewonnen haben, aber nur durch Auszählen. Am Anfang wusste ich mir nicht anders zu helfen, mittlerweile versuche ich das auch immer. Und das ist hier eine Demütigung sondergleichen für Big Show, dass er es nicht schafft, im Laufe eines Matches zurück in den Ring zu kommen und er jedes Mal ausgezählt wird. Aber gut, jetzt wollen wir mal gucken. Rick Rude wartet und mal gucken, warum Rivalitätsmatch. Oder wir haben jetzt eine Fehde mit Rick Rude, aber ich wüsste nicht warum, weil wir bisher noch nie etwas mit ihm zu tun hatten. Es sei denn, Rick Rude ist scharf auf unserem Titel. So, wie gehabt, nach den Vorstellungen melde ich mich wieder. Bis gleich. Und da werden wir schon attackiert. Wie ich mir das dachte. Und deswegen wahrscheinlich Rivalitätsmatch. Wo will er denn jetzt hin? Ich würde gerne meinen Gürtel aufheben, aber es geht nicht. Okay, dann renne ich an den Gürtel vorbei. Ich weiß nur nicht, warum ich jetzt... Weil eigentlich habe ich ja einen Kampf gegen Rick Rude. So, ich gehe mal hier rein. Jetzt bin ich selber gerade ein bisschen verwirrt, was das Ganze hier angeht. Oder wurde der Kampf jetzt vom Modus kurzfristig geändert? Es sieht danach aus, dass wir gar nicht mehr gegen Rick Rude kämpfen, sondern jetzt gegen Big Show. Ja, danach sieht es wirklich aus. Das ist ja echt spannend hier, langsam in diesem Universe-Modus. Und warum habe ich weiterhin meine Kleidung an, wenn ich im Ring komme? Aber wir kontern mal weiter, mal gucken, was noch passiert. Weil, wie gesagt, eigentlich
kämpfe ich A gegen Rick Root und B habe ich noch gar nicht mein Ringoutfit an. So, mal gucken, wie es hier weitergeht. Ich kämpfe heute jetzt gegen Big Show. Das ist ja echt eine spannende Match-Ansetzung auf einmal. Aber gut, wir nehmen es mal so hin. Und meine Figur hat mal wieder nicht reagiert. Aber wir können mal einen Konter setzen. Und Big Show auch. Ich glaube, ich muss gleich mal wieder aus dem Ring raus, weil ich bin auch schon wieder auf Rot. Wir versuchen mal, Big Show wieder zum Auszählen zu bewegen. Nenne ich das jetzt mal. Ob das so klappt, weiß ich nicht. Aber er läuft in unseren DDT rein. Aber volle Kanone. Bulldog hinterher. Ich warte wieder auf ihn. Und den Clothesline hinterher. Natürlich riskant, was ich hier mache, weil ich könnte ja jetzt auch gleich ausgezählt werden. So. Ich warte mal noch ein bisschen, ob er nicht nochmal aufstehen möchte. So, und jetzt versuche ich mal ganz schön reinzukommen. Ach, er wollte ihn gerade zählen. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal raus, weil wir haben nämlich unseren Signature. Ich möchte ganz gerne wieder durch Countout gewinnen. Komm mal raus, Scooter. So. Wo will er denn hin? Es rennt meiner schon wieder irgendwo hin. Warum tut er das manchmal? Dreh dich mal um, dann renne ich denn so zu dir. Aber warum hat er denn das nicht getroffen? Also manchmal ist das Spiel etwas stärker verbuggt. Ich gehe mal ganz schnell rein. Irgendwie schaffe ich nicht, draußen meinen Finisher zu setzen, weil jedes Mal rennt er an dem Gegner vorbei zum Publikum. Warum auch immer. Aber okay. Ein sehr kuriose Wochenshow heute. Rick Root angesetzt, Big Show attackiert uns und danach haben wir einen Kampf gegen Big Show. Also ich muss mir halt angewöhnen, dass ich draußen den geladenen Finisher nicht machen kann. Und einmal habe ich ihn ja mit meinem Finisher getroffen, aber irgendwie hat Big Show gar keine Reaktion gezeigt. Okay, sei es drum, ein bisschen buggy heute gewesen, was soll's, wir haben gewonnen. Solange das Spiel aber noch spielbar ist, sind mir so ein paar Bugs, ehrlich gesagt, auch egal. Muss man sich darauf einstellen. Jetzt weiß ich halt, ich kann draußen meinen geladenen Finisher nicht anbringen. Ja, und da steht's jetzt. Gegen Big Show. Tatsächlich. Okay, und der Main Event zwischen Mr. Perfect und Triple H. Und Mr. Perfect gewinnt.
Damit ist auch diese Show vorbei. Jetzt gehen wir doch mal unter News, gucken, was sich jetzt so ergeben hat. Ah, es war für mich eine sehr, sehr spannende Folge heute. Einfach eine andere Match-Ansetzung und auf einmal greift jemand ein und der wird auf einmal in das Match hineinbuxiert. Okay, nächste Show. Und dann schauen wir mal, was es unter Neuigkeiten gibt. Böse Absichten. Big Show hat Walker vor dem Match angegriffen. Aber es gibt noch was unter Neuigkeiten. Ein Herausforderer stellt sich vor. Kurt Angle betrat den Ring und rief nach dem Champion, der sich vor dem Titelkampf am Mikro beweisen sollte. JBL stellte sich der Herausforderung, seinen Platz an der Spitze zu verteidigen. Ja, da ist ja heute wirklich viel passiert. Und ich bedanke mich fürs Zusehen bei einer sehr kuriosen und spannenden WWE Live-Sendung. Bis zum nächsten Mal, euer MyGamingWorld81.